Arbeiten mit Switch. Switch hat viele, viele Vorteile und viele, viele Nachteile, wie wir alle wissen, weil es ist manchmal ganz schön gemein, wenn man plötzlich jetzt in der anderen Rolle tanzt, beziehungsweise die Eins plötzlich auf dem anderen Fuß hat. Das heißt, der Spaß am Switch ist in Wahrheit, dass man mit verschiedenen Rollen spielen kann und auch, dass man zum Beispiel bei den Shines zwischen den Männer- und Damenschritten hin und her wechseln kann und einfach viel flexibler ist. Wie kommen wir am besten in das Switch hinein? Indem wir Easy Switch verwenden. Switch funktioniert generell so, dass in fast allen Switch-Figuren wir 1, 2, 3, 5, 6, 7, 5, 6, 7 zählen. Das heißt, wir wiederholen den Teil 5, 6, 7 noch einmal. Dadurch brauchen wir keinen Wechsel des Fußes vornehmen. Das heißt, die wahre Eins in der Musik, die wir hören, bleibt bei den Damen auf dem rechten Fuß und bei den Herren auf dem linken Fuß. Und wir tanzen sozusagen nach einem Switch auf dem Fünfer und nach einem nächsten Switch wieder auf der richtigen Eins. Das heißt, am Anfang für diejenigen, die schon Erfahrung haben darin, in der anderen Rolle zu tanzen, ist es ein bisschen ungewohnt, plötzlich auf der Fünf mit dem sozusagen falschen Fuß zu tanzen. Ihr werdet euch daran gewöhnen. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, es ist unglaublich cool, es macht unglaublich Spaß und es ist für den Kopf so richtig was zum Arbeiten. Aber wir starten ganz gemütlich und wir führen euch in die Materie ganz entspannt hinein. Gut, wir starten mit dem Guapea zueinander. Damen mit rechts, Herren mit links. Guapea 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Easy Switch. 5, 6, 7. Wir drehen jetzt auf und machen noch einmal 5, 6, 7 in die andere Richtung. 5, 6, 7. Und tanzen jetzt mit dem Guapea des anderen weiter. Das heißt, die Damen
sind jetzt die Leader und die Herren sind die Follower. Das heißt, wir starten Chicas mit links, Herren mit rechts. Guapea. Und 1, 2, 3, 5, 6, 7. Platz, Seit, schließen, vor, rück, schließen. Easy Switch. 5, 6, 7. Und wieder. 5, 6, 7. Das heißt, wie vorher erwähnt, wir wiederholen diesen Teil mit 5, 6, 7. Noch einmal 5, 6, 7. Und starten dann mit der neuen 1. Probieren wir das noch ein paar Mal. 5, 6, 7, guapea. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Easy Switch. 5, 6, 7 und 5, 6, 7. Und 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Easy Switch. 5, 6, 7 und 5, 6, 7. Und 1, 2, 3, 5, 6, 7. Easy Switch. 5, 6, 7, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Easy Switch. 5, 6, 7, 5, 6, 7. Easy Switch. 5, 6, 7, 5, 6, 7. Easy Switch. 5, 6, 7, 5, 6, 7. Gut. Wenn wir das machen, gibt es natürlich dann Möglichkeiten, was wir damit machen können. In der Rueda zum Beispiel verbinde ich das sehr gerne mit Dame Directo, weil es sich einfach cool anfühlt, wenn man zur nächsten Person nach vorne geht, sich umdreht und plötzlich in der anderen Rolle drinnen steckt. Das macht sehr viel Spaß, beziehungsweise erhöht es den Fun-Faktor in der Rueda enorm. Was wir jetzt machen möchten mit euch, ist, dass wir Echeverria einbauen. Das heißt, wir erinnern uns an Echeverria. Echeverria war so, dass wir bei 7 öffnen. Das heißt, für die Damen und die Herren machen wir einen Guapea und dann kurz Echeverria. 5, 6, 7. 1, 2, Echeverria. 5, 6, 7. Das war außen. Dann haben wir gesagt, wir haben innen, außen, innen und wieder 5, 6, 7. Das heißt, wir haben bei 1, 2, 3 diesen coolen Twist-Move oder den Steig-Move und bei 5 wieder den Schritt nach vorne. Probieren wir das beide mal in der anderen Rolle. Das heißt, wir drehen uns weg voneinander, tanzen einen Guapea, die Damen mit links, die Herren mit rechts und dann probieren wir nochmal Echeverria. 5, 6, 7, Guapea. 1, 2, 3, 5, 6, 7, Echeverria. 5, 6, 7. Jetzt ist außen sozusagen für uns zueinander, weil wir sind ja im Paar, wenn wir uns das vorstellen würden als Paartanz, wären wir ja, wäre da unser neuer Partner beim Gianni, wäre es da drüben. Gut, jetzt haben wir Side, Side, Side und 5, 6, 7. Nochmal. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Echeverria. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Echeverria. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Easy Switch. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Echeverria. 5, 6, 7. 1, 2, 3 und 5, 6, 7. Echeverria. 5, 6, 7. 1, easy switch. 5, 6, 7 und 5, 6, 7. Tada! Jetzt seht ihr, warum das so cool ist, dass man das kombinieren kann. Gut, weil das ist nämlich die Kombination. Eine Frage. Soll ich auch die, wenn ich mache Switch mit den Echeverria, soll ich auch die Frauen-Styling machen? Nein. Schade. Die Damen bleiben in ihrem Damenstyling, die Herren bleiben in ihrem Manstyling. Natürlich, wenn die Ladies Lust haben, können sie gerne ein bisschen so cool sein. Aber es ist nicht besonders cool, wenn die Jungs einen auf girly machen. Was ich noch mit euch machen möchte, ist genau die Kombination in die andere Richtung. Das heißt, wir tanzen zuerst Easy Switch und dann gleich Echeverria. Probieren wir das aus. Ein Guapea. 5, 6, 7 und
1, 2, 3, copia. 5, 6, 7. Echeverria. 5, 6, 7. Easy switch. 5, Echeverria. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Easy switch. 5, 6, 7, Echeverria. 5, 6, 7. 1, 2, 3 und 5, 6, 7. 1, 2, easy switch. 5, 6, 7, Echeverria. 5, 6, 7. Und 1, 2, 3 und 5, 6, 7. Probieren wir das einmal aus der anderen Perspektive. Das heißt, wir bleiben so, vielleicht mit Blick Richtung Kirschbaum oder darüber, damit ihr es einmal anders seht. Guapea. 5, 6, 7. Und 1, 2, 3, 5, 6, 7. Easy switch. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 1, easy switch. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Easy switch. 5, 6, 7. Echeverria. 5, 6, 7. 1, 2, 3 und 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Echeverria. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Easy switch. 5, 6, 7. Echeverria. 5, 6, 7. 1, 2, 3 und 5, 6, 7. 1, 2, 3 und 5, 6, 7. Die zweite Figur, mit der wir es kombinieren wollen, ist Mambo. Wir erinnern uns an Mambo, wo wir zuerst die Beine mit Taps auf 1, 3, 5, 7 bewegen. Dann haben wir auch noch den Oberkörper. Das heißt, wir haben 1, 3, 5, 7, immer nach oben beim Tap. Und dann hatten wir die Hände diagonal. Das heißt, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7. Gut, das können wir natürlich im Switch genauso machen. Wir starten halt mit dem anderen Fuß. Aus dem Guapea. 5, 6, 7 und 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, Mambo. 5, 6, 7. 1, 3, 5, 7. Fertig. Und 1, 2, nur einmal. 5, 6, 7. Mambo. 5, 6, 7. 1, 3, 5, 7. Und 1, 2, 3, 5, 6, 7. Easy switch. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Guapea. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Mambo. 5, 6, 7. Chicas, links, Herren, rechts. Und 1, 3, 5, 7 und Guapea. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Mambo. 5, 6, 7. 1, 3, 5, 7 und 1, 2, 3, 5, 6, 7. Easy switch. 5, 6, 7, 5, 6, 7. Mambo. 5, 6, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Easy switch. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Mambo. 5, 6, 7. 1, 3, 5, 7. Und 1, 2. Easy switch. 5, 6, 7. Das heißt, beim Switch ist die Gefahr, und jetzt kommt der Clou der Geschichte, dass man zu viel denkt. Und eigentlich funktioniert Switch nicht ohne Denken. Das heißt, man kommt irgendwann in diesen Zustand, wo man irgendwo zwischen Leader und Follower sich befindet und nicht weiß, was man ist. Das ist ganz normal. Man weiß auch nicht, welche Eins man gerade tanzt. Das ist auch ganz normal. Aber es geht um die Freude dabei und darum, dass wir unser Footwork in beiden Rollen verbessern können. Das heißt, wenn ich jetzt den Easy Switch mache und 5, 6, 7, 5, 6, 7 habe und ich habe jetzt die 1, überlege ich mir nicht zuerst, oh Gott, bin ich jetzt Leader?
oder bin ich jetzt Follower und welche ist die 1, sondern ich weiß, dass der letzte Fuß, den ich verwendet habe, weil auf dem stehe ich ja, das war der rechte. Dementsprechend bin ich jetzt der Leader und da ist dann nur der linke frei. Das heißt, das System ist, ihr steht immer auf einem Bein. Und das ist vielleicht das, was auch Switch euch lehren wird. Dass ihr bewusst steigt und nie mit dem Gewicht auf beiden Beinen seid, während ihr tanzt. Sondern immer auf dem einen oder dem anderen. Easy Switch. 5, 6, 7, stopp. Okay, ich stehe jetzt auf dem linken, der andere ist frei. Bei den Herren ist es jetzt, er steht auf dem rechten, der linke ist frei. Das heißt, nicht überlegen, sondern einfach immer links, rechts, links, rechts, links, rechts, bleibt immer gleich. Deswegen empfehle ich euch auch, beim Switch am Anfang keine Taps zu machen. Weil die Taps könnten euch verwirren. Das heißt, wer zum Beispiel im Guabea gerne diese Taps einbaut, ich mache es auch gerne, aber das ist tricky, wenn ihr im Switch seid, weil ihr dann nicht mehr sicher seid, ob der Tap jetzt der Schritt war oder ob ihr was verpasst habt oder ob die Musik gar schnell ist. Das heißt, wir bleiben immer bei dem System rechts, links, rechts, links, rechts, links oder links, rechts, links, rechts, links, rechts. Immer links, rechts, links, rechts, links, rechts. Kein links, links, rechts. Never ever.